Meine Eltern haben ein sehr, ja, wie soll ich es ausdrücken, sehr reges gesellschaftliches Leben gehabt. Und dadurch, dass mein Vater sich darum bemüht hat, ehemalige Kriegsblinde auch zu unterstützen, aufgrund eines Fonds, der von seinem alten Bataillon, er war Angehöriger des Jägerbataillons Nummer 11 in Marburg, war er eigentlich auch, ja, wie soll ich mich ausdrücken, sagen wir mal, hoch angesehen, führte auch dazu, dass er also zum Beispiel Kontakt hatte zu dem Kaisersohn August Wilhelm, Prinz Auby genannt, und ja, auch bis rein in die Berliner Regierung, auch in die deutsche Regierung, da empfangen wurde zu irgendwelchen Üben. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Ja, muss 37 oder 38 gewesen sein. Da hatten wir englische Kriegsblinde in Berlin zu Besuch. Und zu diesem Besuch wurde mein Vater vom damaligen Sender und Deutschlandfunk wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie er hieß, interviewt. Das war natürlich seinerzeit 38 eine Sensation, nicht? Da saßen wir zu Hause, haben gewartet, bis Vater übers Radio zu hören war. Heutzutage sind das alle, ja, mehr oder weniger selbstverständliche Sachen, ne? Aber das war übrigens auch sehr interessant, dieser Kontakt zu den englischen Kriegsblinden. Da war auch der Sohn eines Kriegsblindes in meinem Alter dabei. Und ich wurde natürlich dann, weil ich für die gedolmetscht habe, ich hatte damals schon sehr gut Englisch gekonnt, weil ich einen hervorragenden Englischlehrer hatte, wurde ich doch eingeladen, 1939 in den großen Ferien nach England zu kommen. Davon wurde mir dann abgeraten, interessanterweise von einem Oberstleutnant aus der Wehrmacht. Das war mein sogenannter Pate. Ich wollte, das war ein Wunsch von mir von Jugend auf, wollte ich Marineoffizier werden und brauchte Paten, die für mich gut sagten, dass ich, was ich, ein ordentlicher Junge bin oder was. Und der hat zu meinem Vater gesagt: Ach, wissen Sie, ich würde ihn abraten. Ihr Junge, der ist noch so jung, warten Sie doch vielleicht 1 oder 2 Jahre, aber dieses Jahr wäre es bestimmt nicht so günstig, wenn er rüberfahren würde. Auf Deutsch gesagt, Sie müssen damit rechnen, dass er aus England nicht wieder zurückkommt. Ich war natürlich sehr traurig damals, aber war ja nicht zu ändern.